So, jetzt haben wir den p-Wert bestimmt. Das heißt, wir können unseren Hypothesentest durchführen. Wir sagen, das Resultat einer Analyse ist statistisch signifikant, wenn die Nullhypothese aufgrund der Tatsache abgelehnt wird, dass der p-Wert kleiner als Alpha ist. Das schreiben wir jetzt noch schön auf. Print die Nullhypothese wird abgelehnt, if p-Wert kleiner als Alpha. Und sonst soll unsere Ausgabe sein, print, Klammer falsch gesetzt, print die Nullhypothese wird angenommen. In unserem Fall ist der p-Wert 0,82 und Alpha war 0,05, haben wir hier oben festgelegt, 0,05. Das heißt, wir müssen die Nullhypothese annehmen. Das ist das Ergebnis unserer statistischen Überprüfung. Wir können also sagen, die Daten zeigen nicht darauf hin, dass wir die Nullhypothese ablehnen müssen. Also, wie wir die Daten interpretieren, ist die Hypothese, die Münze ist unfair, nicht zu rechtfertigen. Also, wir nehmen die Nullhypothese an. Zum Abschluss noch eine Warnung. Obwohl unsere Münze tatsächlich fair ist, wir haben ja oben wirklich für p gleich 0,5 angenommen, werden wir in ungefähr 5% der Fällen die Nullhypothese fälschlicherweise ablehnen. Das wollen wir jetzt zum Abschluss noch einmal überprüfen. Wir sagen, wir nehmen 1000 Versuche und sagen, fälschlicherweise abgelehnt am Anfang ist 0 und in einer Schleife for i in Range Versuche Ergebnisse nehmen wir wieder Wurf p-Zahl. For i in Range klein n. Z, die Anzahl der Zahlen, sind Ergebnisse, Count, Zahl und sagen, wenn der p-Wert, den p-Wert müssen wir noch bestimmen. Den kopiere ich jetzt einfach mal hier raus, weil ich so faul bin. Wenn dieser p-Wert kleiner ist als Alpha, dann haben wir die Hypothese fälschlicherweise abgelehnt. Und am Schluss printen wir das Ergebnis. Fälschlicherweise abgelehnt. String falsch von String versuchen. Das dauert jetzt ein bisschen, ja. Er geht jetzt 1000 Mal, wirft er 1000 Mal den Würfel und macht uns einen Hypothesentest. Nach ein paar Sekunden sollte dann irgendwann ein Ergebnis kommen. Und hier sehen wir, dass wir 39 Mal von unseren 1000 Versuchen die Hypothese fälschlicherweise abgelehnt haben. Na, machen wir es nochmal zum Test. Warten wir wieder einige Sekunden, bis das Ergebnis da ist und sehen, in diesem Fall 47 Mal von 1000 Versuchen haben wir die Hypothese fälschlicherweise abgelehnt. Das heißt, wir haben gesagt, die Nullhypothese wird abgelehnt, obwohl der Würfel tatsächlich fair ist. Das sollte Ihnen eine Warnung sein, diesen Alpha-Wert immer sehr genau zu berücksichtigen und sich genau zu überlegen, was das Ergebnis eines Hypothesentests ist. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Tschüss.